Hallo und herzlich willkommen zu Maler TV News und das sind unsere heutigen Themen. Neuer Vertriebsleiter Süd beim Dämmstoffhersteller Ursa. Die Isover Rigips Akademie startet mit neuem Seminarprogramm. Lackhersteller Jansen meldet sich zurück und das Maler Nationalteam zu Gast bei Pufas. Ja, und wir beginnen heute mit einer kurzen Personalmeldung aus dem Hause Ursa. Stefan Lump hat dort nämlich zum 1. Oktober die Vertriebsleitung für das Gebiet Deutschland Süd übernommen. In dieser Funktion berichtet er direkt an Geschäftsführer Dr. Lars Lehmann. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann war bereits in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen in Baustoffhandel und Industrie tätig und soll fortan gemeinsam mit seinem Team die Position des Unternehmens im Süden weiter ausbauen. Mit einem breiten Programm aus Präsenz- und Online-Seminaren startet die Isover Rigips Akademie in die Schulungssaison 2021-2022. Die angebotenen Webinare, Online-Trainings und Fachschulungen richten sich an alle interessierten Bauprofis aus Fachhandel, Handwerk und Planung, die ihr Wissen online in kompakten Live-Einheiten auffrischen, vertiefen oder auch erweitern möchten. Möglich ist die Teilnahme an einem der Schulungsstandorte von Isover und Rigips oder auch in-house im eigenen Betrieb. Neu im Programm sind unter anderem innovative Kurzwebinare in 3D, mit denen sich Trainings- und Seminarinhalte via VR-Brille im virtuellen Raum noch realistischer erleben lassen. Auch in der neuen Saison halten die Fachreferenten umfangreiches Grundlagen-, Fortgeschrittenen- und Expertenwissen bereit. Das Angebot reicht von den Grundbegriffen der Bauphysik bis zum Expertenwissen rund um aktuelle Themen wie GEG, BIM, Radonsicherheit oder das erweiterte Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Ergänzt wird das Programm durch spannende Verbundseminare mit namenhaften Industriepartnern wie Velux, ETEX, Fischer Solutions oder Schöck. Die Seminarbroschüre, alle Termine und nähere Informationen zum Schulungsangebot finden Sie auf den Websites von Isover und Rigips. Wir sind noch nicht fertig, aber wieder da. Mit dieser Botschaft hat sich die Lackfabrik Jansen aus Ahrweiler zurückgemeldet. In einem ebenso offenen wie bewegenden Pressegespräch stellte Geschäftsführer Peter Jansen mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Situation vor Ort in Ahrweiler dar und bedankte sich in aller Form bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern. Allen voran richtete er seinen Dank an die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Monaten mit unermüdlichem Einsatz in unzähligen Sonderschichten das Traditionsunternehmen von einer über 20 cm dicken Schlammschicht befreit haben. Unter dem Motto »Kämpfe für das, was du liebst« hat der Lackhersteller außerdem einen rund 5-minütigen Videofilm produziert, der die Gefühle und Emotionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jansen auf wirklich bewegende Art schildert. Zeit schon irgendwie gespürt, es passiert etwas, aber man konnte nicht so wirklich greifen, was wirklich passiert. Draußen hörte man nur Schreie von Erwachsenen, von Kindern. Ganz egal. Entschuldigung. Ich hörte meine Frau von oben rufen, das Wasser kommt. Da habe ich gesagt, was Wasser kommt, kann nicht sein. Ich habe die Wasserstände verfolgt, warum auch immer. Und ich habe gesagt, nix, Keller, kannst du vergessen. Da kam schon diese Pfeifgeräusche, weil das die Luft da rausgepresst wurde. Das war dann sehr gespenstisch. Also die ganze Stadt lag im Dunkeln. Quasi der letzte Moment, wo wir da noch langfahren konnten. Das war wie in einem schlechten Hollywood-Film, wo alles ein bisschen übertrieben wird. Oh. Wo man es gesehen hat und wusste, ist live. War sehr schwierig zu fassen. Von 20.000 Quadratmetern Fläche, die das Wasser mehr oder minder verschlungen hat. Wie man das angeht, wie man das reinigt, wie man vorgeht, das haben wir alles nicht gelernt. Wir haben gelernt, wie man Farben verkauft, wie man Farben herstellt. Aber nicht gerade, wie man solche Flächen vom Schlamm befreit. Ja, man hat alles gegeben, um diesen Müllhaufen so schnell wie möglich wegzubekommen und die Firma wieder ins Laufen zu bekommen.
Neben der Entschlammung des Firmengeländes konnte außerdem die Auslagerung der Produktion vorangetrieben werden, um schnellstmöglich die Lieferfähigkeit in den Kernbereichen wiederherzustellen. Die ersten Highlight-Produkte im schwarzen Sonderdesign wurden bereits vorgestellt und sollen schon bald in den Markt gehen. Und bereits Anfang nächsten Jahres möchte Janssen dann auch schon wieder selbst am Standort in Ahrweiler den Betrieb aufnehmen. Wir wünschen dabei weiterhin viel Kraft und gutes Gelingen. Das Maler-Nationalteam war beim Tapezier- und Klebeseminar bei PUFAS in Hannover-Schmünden zu Gast. Dabei vertiefte das Team seine Kenntnisse im Umgang mit unterschiedlichsten Klebern, Spachteln, Kleistern und Tapeten. Neben einem Werksrundgang und einem allgemeinen Theorieteil zur Grundierung konnten die Teilnehmer dann aber auch selbst die verschiedenen Kleister-, Spachtel- und Tapetenarten ausprobieren. Dass Kleister nicht gleich Kleister ist, zeigte Workshopleiter Michael Nachmann dem Team um Raphael Stöckel, Jacqueline Kuhn, Ben-Luca Franzmann, Enrico Jürgen Luthardt, Hauke Max Eder und Jessica Jörgs bereits zu Beginn des Workshops. Darüber hinaus standen neben der Tapeziertechnik auch die verschiedenen Eigenschaften von Spachtelmasse und Tiefengrund sowie der Umgang mit unterschiedlichsten Werkzeugen zum Spachteln und Kleistern auf dem Programm. Eine lehrreiche Erfahrung, die offensichtlich gut bei den Teilnehmern ankam. Also in den 2 Tagen jetzt hier haben wir unheimlich viel über Untergründe gelernt. Auch ganz interessant war, wie das ist mit den Grundierungen, wie tief die in den Untergrund eindringen und die verschiedenen Produkte, die jetzt aktuell auf dem Markt sind von Spachtelmassen, das ist einfach jetzt auch die Zukunft ist und eben viel solche grundlegenden Dinge so mal aufgeschlüsselt, die man so normalerweise in der Schule lernt und sagt, man nimmt sie hin, aber jetzt hier wirklich aufgeschlüsselt, das hat mir sehr viel gebracht, einfach um das genauer zu verstehen. Workshopleiter Michael Nachmann stellte neben den verschiedenen Verarbeitungsarten von Kleistern auch die besonderen Eigenschaften von unterschiedlichen Tapetenarten vor. Ausmessen, Zuschneiden und auf den Versatz achten waren herausfordernde Aufgaben, die aber dennoch bei allen, gerade auch bei Nationalmannschaftsneuling Enrico, für eine Menge Spaß sorgten. Ja, das ist ja mein erstes Seminar hier, wo ich teilnehmen darf und ich muss sagen, das ist wirklich sehr was Neues im Team zu arbeiten. Es macht aber auch sehr viel Spaß, die Leute jetzt zum ersten Mal kennenzulernen. Wir verstehen uns alle sehr gut. Und es ist auch sehr schön hier bei PUFAS. Wir lernen nochmal verschiedene Sachen zu den Untergründen und wir haben uns nochmal mit verschiedensten Grundierungen beschäftigt, wie man die einsetzt, was sie bewirken. Und das ist wirklich sehr lukrativ und hilfreich zu wissen, auch für die Wettbewerbe. Und auch nochmal die verschiedenen Spachtelmassen, welche man wo einsetzen kann, die verschiedenen Tapeten, die darauf halten, wie wir die Tapeten nochmal verarbeiten, dass wir auch wirklich gezielt bei dem Wettbewerb schnell und super arbeiten. Das ist also wirklich sehr informativ, was wir hier machen und mir gefällt es sehr toll und ich bin froh, hier teilnehmen zu dürfen. Mit vor Ort war auch der Vorsitzende des Bildungsausschusses Holger Jens, der sich selbst ein Bild von den Fortschritten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen wollte. Dabei betonte er einerseits die Wichtigkeit dieser Workshops für die persönliche Entwicklung der Teammitglieder, blickte gleichzeitig aber auch schon auf die nächsten Wettkämpfe. Naja, wichtig ist dieses Praxisseminar für unsere nächsten Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die bei den Euroskills oder vielleicht auch bei den Worldskills dran teilnehmen möchten, um die Untergründe besser einzuschätzen. Und Tapezierseminar war ja dabei, Tapete kommt ja immer vor bei den Wettbewerben, aber auch für das ganze Nationalteam finde ich das unheimlich wichtig und schön. Wir wollen ja einen Mehrwert für das Team machen. Und da sind solche Seminare auch unheimlich toll, weil sie hier wirklich was mitnehmen können. Und was schön ist, auch für uns hier festzustellen, ist, dass die Seminarleiter sagen, sie machen ja viele Seminare, aber so intelligente und schlaue Fragen, wie hier gestellt werden, haben sie selten. Also man merkt schon, dass wir das hier wirklich mit den Besten zu tun haben aus unserer Zunft. Und die eben nochmal einen Tick weiter zu fördern, bringt Spaß. Und ich denke mal auch für unsere Sponsoren und für unsere Industriepartner ist es interessant zu sehen, dass es sich lohnt für unseren Nachwuchs hier und haben mich was zu machen, um sie auch weiterzuentwickeln. Ja, offenbar eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der alle neben einer Menge Spaß auch viel Lehrreiches mit nach Hause genommen haben dürften. Ja, und damit wären wir dann auch schon wieder am Ende von MalerTV News für diese Woche. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alle weiteren Branchen-News finden Sie wie immer auf unserer Homepage oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bis nächste Woche, machen Sie es gut. Tschüss!